Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute ein sehr interessantes Video für euch. Und zwar habe ich einen DM-Haul oder eher gesagt Drogerie-Haul, weil da sind glaube ich auch ein paar Sachen von Rossmann dabei, plus Review, weil ich fast alle Produkte schon benutzt oder getestet habe. Das liegt nämlich daran, dass in der Zeit, wo keine Videos von mir kamen, war ich natürlich trotzdem ab und zu bei Rossmann bei DM und habe immer mal so ein bisschen was gekauft. Und jetzt habe ich alles, wovon ich weiß, dass ich das in der letzten Zeit gekauft habe, zusammengesammelt und für eigentlich fast alles auch schon probiert. Und ja, das zeige ich euch. Ich habe mir geholt von Alnatura den Adventskalender-Tee. Ich weiß leider die Preise nicht mehr wirklich, weil kein Kassenbon. Ich glaube, der hat aber so um die 4 Euro gekostet. Und da sind 24 verschiedene Tees in Aufgussbeuteln. Und das fand ich so süß. Den habe ich auch für mich selber gekauft, dass ich dann jeden Abend einen anderen Tee trinken kann. Und das ist auch eine coole Idee, um das jemandem zu verschenken. Ich muss da noch mal gucken, ob ich noch welche finde, weil vielleicht ist es eigentlich auch eine süße Idee, das den Mitarbeitern zu schenken. Und es gibt ja auch bei DM einen Balea Adventskalender, den habe ich auch gekauft, der kostet 15 Euro. Den kann ich euch aber nicht zeigen, weil den habe ich schon meiner Mama geschenkt. Den habe ich nämlich für meine Mama gekauft, weil ich wollte ihn erst auch für mich, aber dann dachte ich so, ja, ich habe wirklich so viel Zeug und es wäre ja Quatsch. Und für sie fand ich das eigentlich total süß, sie hat sich auch sehr gefreut. Dann habe ich mir eine Kerze geholt. Oh Gott, jetzt weiß ich nicht mehr, welche Marke das ist. Das ist doch Brise, glaube ich, ne? Die hat so 3 Euro gekostet. Die riecht nach Apfel und Zimt und die riecht so lecker und ich liebe das. Das ist für mich absoluter Weihnachtsduft. Ich finde es auch immer schade, dass wenn man die anzündet, dass man davon nicht wirklich was riecht. Oder empfinde ich das nur so? Also man, ich weiß nicht, ich finde Duftkerzen riechen, wenn man an den riecht, dann riechen sie, aber sonst nicht. Versteht ihr, was ich meine? Ja, dann habe ich mir bei Rossmann geholt von Rival de Loup eine Repair-Maske. Die habe ich aber noch nicht benutzt, deswegen kann ich nichts dazu sagen. Aber ich glaube, sie ist relativ neu. Ich hatte das vorher noch nicht gesehen. Und das intensive Pflege verwöhnt Duo Hyaluronsäure und 10% Urea. Also sehr gut für trockene Haut oder ja kaputte Haut. Fand ich sehr interessant. Kostet ja so unter 1 Euro auf jeden Fall. Dann habe ich mir, oh Gott, das muss ich rausnehmen, weil das ist nass. Von John Frieda, Frizzies, Geschmeidigkeit für Widerschmerzen, Wunderreparatur, Shampoo, davon habe ich auch den Conditioner, den habe ich jetzt aber in der Badewanne gelassen, weil ihr kennt das, wenn das unten so nass wird. Und dazu die tägliche Wunderkur als Sprühkur. Und John Frieda kenne ich halt von früher, weil das habe ich da öfter mal benutzt, weil ich dachte dann so, dass ich halt so das Beste ist für meine Haare, weil es ja ganz teuer ist. Und es ist nicht günstig und irgendwie fand ich meine Haare oder finde ich meine Haare in letzter Zeit sehr zerstört durch die Sonne, durch den Urlaub. Deswegen habe ich mir das mal gegönnt. Wenn das im Angebot ist, kostet das bei Rossmann, glaube ich, um die 5 Euro. Ich weiß, dass ich es auch im Angebot geholt habe. Um die 5 Euro ist natürlich schon eine heftige Nummer für Shampoo, Conditioner und Sprühkur. Also die Sprühkur finde ich auf jeden Fall richtig gut. Also wirklich, die hat so einen leckeren Geruch, das erinnert mich immer total an Friseur. Also die finde ich super. Shampoo und Spülung habe ich, glaube ich, erst 2-3 Mal benutzt. Ja, die Haare sind geschmeidig. Aber ich weiß nicht, ich habe noch nicht so diesen Wow-Effekt. Deswegen bin ich ja noch am Testen. Ich weiß nämlich noch nicht, ob es sozusagen sein Geld wert ist. Also die Sprühkur ist wirklich super, weil die riecht so gut. Und ich glaube, die hat sogar einen Hitzeschutz. Nährt und entwöhnt das Haar. Nee, da war das was anderes. Ich dachte, die hatten Hitzeschutz. Doch, mit Hitzeschutz. Ja, und die riecht einfach so gut. Ich kann das nicht beschreiben, das riecht so irgendwie nach Friseur. Kennt ihr das so beim Friseur, diese Produkte? Aber so angenehm nach Friseur. Wisst ihr, was ich am Videos drehen hasse? Entweder ist deine Speicherkarte voll oder dein Akku ist leer. Du bist gerade voll in so einem Flow, ja, und da wirst du unterbrochen. Mein Akku war gerade leer. Und deswegen habe ich mir erstmal eine Nutella-Schule reingepfiffen. Weiter geht's. Ich hoffe, ich habe keine Nutella jetzt im Gesicht. Dann habe ich mir gekauft von L'Oreal Age Perfect. Ich weiß gar nicht, ob ich das bei YouTube oder Instagram gesehen habe. Gesichtswasser entknittert und belebt. 3-4 Euro oder so. Und ich finde das echt gut, weil es hat so einen richtig krassen Frische-Kick. Beim ersten Mal, wo ich das aufgetragen habe, ich so, was ist denn hier los? Weil ich dachte erst, dass meine Haut das nicht verträgt. Aber da ist irgendwas Frisches drin. Ja. Und das erfrischt die Haut und das nehme ich jetzt auch immer morgens und abends. Und das finde ich sehr, 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 sehr gut.
Dann habe ich mir von Evelyn gekauft so eine Bobby Pins für 95 Cent. Und die sind ja sowas von schlecht. Das sind die schlechtesten Bobby Pins, die ich jemals in meinem Leben hatte. Die halten ja überhaupt nicht. Also entweder haben meine Haare keinen Bock da drauf oder die sind wirklich scheiße. Weil das funktioniert bei mir nicht. Die haben auch nicht dieses Geriffelte und kein Plan. Keine Kaufempfehlung von mir. Dann habe ich mir geholt von Colgate Max White One Optic. Die hatte ich schon mal gehabt. So 2,50 oder so hat die gekostet. Und die ist halt so richtig, richtig blau und hat so eine Mikroperlen. Und die macht auch die Zahnbürste sehr, 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 sehr blau. Also danach muss man die echt waschen. Und ich weiß nicht, ich habe jetzt mir angewöhnt, dass ich mir die Zähne putze und nicht ausspüle. Also so ausspucke, ja, aber nicht nochmal mit Wasser ausspüle, weil ich gehört habe, dass das dann irgendwie die Wirkstoffe von der Zahnpasta wegmacht. Und ich weiß es nicht, vielleicht hat das so einen Effekt am Anfang, dass dieses Blau diese Zähne weiß macht. Keine Ahnung, aber ich finde sie eigentlich ganz cool und sie ist auch richtig, richtig frisch. Und ja, das finde ich immer wichtig. Dann habe ich mir geholt von Swiss Opal Silver Haarkur gegen Gelbstich. Die habe ich mir gestern gekauft, die habe 2,99. Die habe ich aber noch nicht benutzt und die habe ich mir jetzt geholt für hier unten. Weil ihr wisst ja, meine Haare, da geht irgendwas ab. Und mal gucken, ob ich die damit dann auch so hell kriege. Ja. Habe ich eigentlich schon mal gezeigt, dass wenn ich so mache, dass ich dann brünett bin? Ja, also so würde ich in brünett aussehen. Vielleicht sollte ich mir die ganzen Haare brünett machen. Ja, ist ja langweilig, oder? Ja, so und deswegen habe ich mir das geholt, weil ja, Haarkur kann ich sowieso gebrauchen jetzt für meine hellen Haare da unten. Jo. Dann habe ich mir noch geholt von Shebens Perfect Skin Beauty Konzentrat. Ideal nach der Tagespflege, kaschiert sofort Fältchen, Glanz und Poren. Ich glaube 1 Euro, ich habe es auch noch nicht, oder 1,99 sogar. Ich habe es noch nicht benutzt, es liegt die ganze Zeit auf meinem Schminktisch. Und immer wenn ich fertig bin mit Schminken, denke ich mir, oh, warum hast du es nicht ausprobiert? Also das soll man nach der Tagespflege, also nach der Creme, rauf machen. Und das soll dann so einen schönen, ebenmäßigen Ton machen. Ich habe es noch nicht benutzt, hat das einer von euch schon probiert? Morgen probiere ich es auf jeden Fall. So, dann habe ich mir geholt von Balea Tine Perfection Hautverfeinernde Nachtcreme. Ich war auf der Suche nach einer anderen Nachtcreme, weil ich ja immer alles so probiere. Und da habe ich die gefunden. Ich glaube, so auch so 3-4 Euro hat die gekostet. Und ja, sie sieht so ganz schön aus. Hat auch so einen leichten lila Stich, was man jetzt natürlich nicht sehen kann. Aber sie ist einfach nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Ist für mich eine ganz normale Creme. Ja, sie ist mir vielleicht auch so nicht reichhaltig genug für die Nacht, weil bei mir muss es immer so bäm, am besten so glänzen. Dann habe ich auch das Gefühl, dass nachts was passiert. Also einfach nichts Besonderes. Sie ist nicht schlecht, aber sie ist auch nicht besonders gut. Deswegen werde ich sie mir nicht nachkaufen, wenn sie alle ist. Dann habe ich von Dove Invisible Dry Antitranspirant. Das ist sogar gegen weiße Spuren. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, ob die weiße Spuren macht oder nicht. Aber ich finde diese Roller von Dove immer richtig gut. Der ist auch schon fast alle. Ich mag die eigentlich total gerne. Ich benutze lieber so eine Deo-Roller. Also ich benutze auch Spray, aber ich mag das irgendwie frühs, wenn man da noch was rollt, weil dann habe ich das Gefühl, dass man irgendwie fresher ist. Und die von Dove finde ich immer besonders, besonders gut. Dann habe ich mir geholt mal als Tagespflege, was hat mich irgendwie so an meine Kindheit erinnert, vom Bebe Young Care Feuchtigkeitspflege. Hatte ich schon sehr lange nicht gehabt, aber ich weiß, dass ich es früher als Jugendliche, also vor 10 Jahren, mir immer gekauft habe und super zufrieden war. Und jetzt habe ich es mir mal geholt und ja, sie ist so leicht auf der Haut und sie ist wirklich gut. Also ja, sie ist günstig und als Tagespflege echt super, 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 duper geeignet. Toppi. So, dann habe ich schon die letzten Sachen hier. Und zwar ist es wirklich alles. Habe ich mir von Catrice die Liquid Camouflage High Cover Concealer geholt. Waterproof ist der sogar. Ist mir gar nicht aufgefallen. In der Farbe 020. Und dieser Concealer ist einfach mal der beste Concealer, den ich jemals in meinem Leben hatte. Der verdeckt echt alles. Was man da aufpassen muss, das ist eine Camouflage. Ich bin immer so, ich mache mir hier Concealer, hier und hier. Und dann fange ich an, es zu verblenden. Und hier kann ich das schon gar nicht mehr richtig verblenden, weil es getrocknet ist. Also ich würde dann vorschlagen, ein Auge zu machen, zu verblenden, das nächste Auge zu verblenden, weil es trocknet echt schnell. Aber es setzt sich einfach mal überhaupt nicht in den Fältchen ab. Also ich habe wirklich, ich habe ja hier noch meinen anderen Concealer. Und zwar ist es der hier.
Der ist auch gut, den kennt ihr ja auch alle. Und, aber der deckt einfach mal noch viel krasser. Ich benutze jetzt beide im Wechsel, kommt immer noch an, wie krass meine Augenringe sind. Aber damit kriegt man echt alle Augenringe weg. Also wenn ihr auf der Suche nach einem guten Concealer seid, Liquid Camouflage von Catrice hat mir auch eine Zuschauerin empfohlen. Vielen Dank dafür. Der ist echt der Hammer. So, dann habe ich mir von Isle of Extreme Essence diese Volume Crazy Volume Mascara nachgekauft. Die habe ich nämlich schon mal gehabt und habe gedacht, ey, was ist denn das für eine Scheiße? Es war für mich die schlechteste Mascara auf der ganzen Welt, weil die hat so ein Riesenböschen und da vorne ist es immer so nass und die war allgemein so nass gewesen. Ich habe gedacht, was ist das für ein Kack? Und dann stand die da mal irgendwann und dann habe ich sie benutzt und oh mein Gott, ich glaube, umso leerer sie wird, umso besser wird sie. Ich habe keine einzige Mascara, ich habe auch eine teurere, die es mit der hier aufnehmen kann. Also die macht meine Wimpern so krass. Sieht man das? Ja. Klimper, klimper. Dass sogar mein Freund sagt, was ist mit deinen Wimpern passiert? Ich habe keine einzige Mascara. Ich habe alle anderen jetzt nochmal ausgetestet, die annähernd an diesen Effekt rankommen. Also sie macht sie so voll und so lang. Also es ist für mich die allerbeste Mascara auf der ganzen Welt. Also... Und die ist so günstig, ich weiß nicht, was kostet die? 2-3 Euro? Ich hätte es nicht gedacht, die hat echt den krassesten Effekt. Also ich verstehe den Hype jetzt doch. Das ist wirklich die allerbeste Mascara überhaupt. Ich weiß nicht, ich habe hier auch so teure letztens benutzt. Da komme ich nicht annähernd dran, da habe ich das Gefühl, ich habe gar nichts drauf. So, und zum Schluss habe ich mir hier noch ein Manhattan Extreme Last Lip Liner geholt. Ich glaube, die kosten nur 2 Euro in der Farbe 59Y. Ist das diese Farbe, die so mega gehypt wird auf YouTube? Ich weiß es nicht. Ich habe nur davon gehört, dass die so gut sein sollen. Und da wollte ich einfach mal einen ausprobieren, weil es ja nicht teuer. Und da habe ich diese genommen. Und es gibt doch so eine Farbe, die irgendwie alle tragen. Ich weiß es nicht. Und diesen Lip Liner kann man halt gut komplett auf den ganzen Lippen verwenden. Ich habe ihn jetzt auch drauf. Ich habe aber gerade noch Gloss drüber. Deswegen sieht man das, finde ich, so gut. Und der hält wirklich sehr lange. Aber die Farbe ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig zum Braun-Rot. Weil als ich es erstmal drauf hatte, hat mein Freund auch nur gesagt, was ist mit den Lippen los? Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Aber jetzt finde ich den total cool und trage den total oft. Und das ist auf jeden Fall eine Kaufempfehlung, diese Lip Liner. Verstehe den Hype auf jeden Fall. So, meine Lieben, das war mein DM Haul Plus Review. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt mir ja mal sagen, ob ihr das lieber mögt, wenn ich ein bisschen warte und die Produkte getestet habe oder halt gleich sofort so ein Haul mache. Oder beides, wie ihr wollt. Schreibt doch mal irgendwas, ich habe euch so vermisst. Ich freue mich wieder auf die ganzen lieben, netten Kommentare, die ich von euch kriege, weil ihr immer lieb und nett zu mir seid. Und wenn ich total bescheuert und rede Babysprache. Bis bald, meine Süßen. Tschüss.